Er spielt den Kaiser Franz in der brandneuen Sissi-Serie. Jannik Schümann. Bei der großen Premiere in Cannes zeigte sich der Schauspieler erstmals mit seinem Freund Felix Krug auf dem Red Carpet. Im Interview mit der Bunte sprach Jannik über sein Coming-out im vergangenen Jahr und sein Liebesglück. Im Dezember 2020 veröffentlichte Jannik ein zuckersüßes Pärchenbild von sich und Felix und machte somit seine Homosexualität öffentlich. Ihm sei klar geworden, dass er etwas für die Community tun möchte und er sehe es als seine Pflicht, etwas für eine freiere Gesellschaft beizutragen. Der Darsteller bereut sein Coming-out heute kein bisschen, im Gegenteil. Ich habe heute ein freieres Gefühl und bin in jeglicher Hinsicht sehr glücklich, so Jannik Schümann. Der Sissi-Star macht sich des Weiteren auch für die von Schauspielern ergriffene Initiative Manifest Hashtag Act Out stark, die sich für mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz und Anerkennung der LGBTQI+-Community in Film und Theater einsetzt. Jannik wünsche sich so eine mutige Aktion auch im Fußball, wie er im Interview betont. Das wäre ein echtes Zeichen. Aber anscheinend gibt es dort noch zu viel Druck von Verbänden oder Fans. Wir brauchen eine offene Gesellschaft quer durch alle Berufsgruppen, so der Schauspieler. Die Sissi-Serie mit Jannik Schümann und Dominik Devenport in den Hauptrollen wird seit dem 28. bis zum 30. Dezember auf RTL um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Alle Folgen auf einmal kann man sich auch bei dem Streamingdienst RTL Plus ansehen.